In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Benutzerkennung und/oder das Passwort ändern können. Dazu loggen Sie sich bitte wie gewohnt in Ihrer Mitgliederverwaltung ein. Sie werden wieder auf der Startseite begrüßt und dann scrollen Sie einmal nach ganz unten zu den Login-Daten. Hier können Sie die Benutzerkennung ändern oder auch ein neues Passwort vergeben. Wenn Sie jetzt hier ein neues Passwort eingeben, müssen Sie dieses Passwort natürlich auf der anderen Seite noch einmal wiederholen und klicken auf Benutzer ändern. Damit haben Sie jetzt zum Beispiel das Passwort geändert. Wenn Sie die Benutzerkennung ändern wollen, dann müssen Sie die Benutzerkennung ändern. Ich mache jetzt zum Beispiel mal eine 1 davor, sage dann Benutzer ändern. Nun hat sich meine Benutzerkennung geändert. Jetzt logge ich mich noch einmal aus. Jetzt versuche ich mich mit dieser Benutzerkennung nochmal einzuloggen und es funktioniert nicht. Jetzt nehme ich meine geänderte Benutzerkennung und melde mich einmal an. Nun bin ich wieder in meiner Mitgliederverwaltung. Hier unten sehe ich jetzt die Änderungen der Benutzerkennung. Ich mache die 1 wieder weg und sage Benutzer ändern. Ich bekomme die Bestätigung in grün und damit ist alles richtig. Ich logge mich wieder aus und logge mich wieder mit meinen Ursprungsdaten ein und sehen, dass es geklappt hat.